Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Yu-Gi-Oh! Die heiligen Karten. Und ich bin gerade zurück zum Game-Shop gegangen, alle Fälle, von Yugis Großvater und ja, Tristan redet gerade. Hey Yugi und Simme, ich habe eine gute Spur. Yo, wieder wurde entführt. Ich hörte es von Tristan. Dieser Idiot, was hat er denn gemacht? Mai, weißt du etwas? Nein, ich weiß nicht, wo Vila jetzt steckt. Aber Seto Kaiba müsste es genau wissen. Alle Duell-CDs sind mit Transponder ausgestattet. So kennen die Organisation den Standort der Duellanten. Geh zur Kaiba Corporation und sprich mit Seto Kaiba. Danke, Mai. Schon gut, ich mach mir Sorgen um Wheeler und Thea. Finde sie schnell. Ja, somit gehen wir. Ich soll mich zwar beeilen, sagt Yugi, aber... Wer sagt, wenn ich das möchte? Du schon wieder. Was willst du? Was, die Ghouls haben deine Freunde? Seto Kaiba schien besorgt um sie. Hielt die Ghouls für eine Plage, aber ich kann dir nicht sagen, wo er ist. Okuba Kaiba müsste es aber wissen. Schließlich ist Seto sein Bruder. Er kann ich dir nicht sagen. Das reicht. Geh jetzt. Ah, er ist gar nicht hier. Okay. Ah, hier. Okuba, du bist der Köder, der Seto anlocken soll. Komm mit uns. Hört auf, ihr Monster. Auf so etwas lässt sich mein Bruder niemals ein. Okuba. Yugimoto. Wer seid ihr? Yugi und Simme. Entschuldige dich bei den Ghouls. Mit solchen Gören werden wir gleich fertig. Ihr zwei werdet jetzt mit uns kämpfen. Gut, dass Okuba einfach mitgeht. Yugi, Simme, jeder von uns nimmt es mit einem von euch auf. Egal mit wem, ihr könnt wählen. Mit wem möchte ich mich duellieren? Bin immer Umbra. Kuku, du wirst noch... Warte, du wirst noch bereuen. Oder What? Okay, du wirst es noch bereuen, dass du mich gewählt hast. Du und deine Freunde, ihr werdet vernichtet. Mal schauen, was er so hat. Nebelkönig. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das Duell gewinnen werde. Denn... Weil ich jetzt nicht bald irgendwie was ziehe, was stark ist. Zum Monster rufen. Ist halt uff, ne? So, jetzt habe ich Probleme. Also, muss ich ehrlich sagen, kann ich nur herausfinden, ob es auch Gegner stärkt. Ne, tu's nicht. Okay. So, kurz mal verteidigen. Und dann draufhauen. Das Dunkelheitskarten. Okay. Effekt aktivieren. Ah, oh, RIP. Okay. Schwierig. Ah, dich wollte ich nicht ziehen. Weil du bist auch nett, aber dich wollte ich nicht ziehen. Meistens, wenn du mir halt nichts gegen den Gegner helfen tust. So. Okay, Umbra. Bremsong nochmal. So. Das... Du was ganz schön Starkes diesmal gerufen hast. Oh mein Gott. Effekt aktivieren. So. Glück gehabt. Einfach nur Glück gehabt. So, das heißt einfach angreifen.
meine schon, dass wir da durchkommen. Man, es hätte noch komplett schief laufen können, hätten wir jetzt nicht unseren Grashüpfer da gezogen. Gut, dass er mich die ganze Zeit angreift und so. Dadurch konnten wir Umbra besiegen. Um 30 gestiegen, ganz viel Domino maskierte Bestie bekommen. Ich kann das nicht fassen. Wie konnte ich verlieren? Was denkst du jetzt von uns? Ah, wir haben verloren. Weißt du, Marik ist da. Bitte vergib uns. Marik. Stark, so stark. Ich sah dich durch die Augen dieses Ghouls. Jetzt weiß ich, wie du dein Deck zusammenstellst. Was ist geschehen? Hat er sich verändert? Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Marik Ishtar und ich habe mein Millenniums-Item. Millenniums Rod Gehirn macht jeden hörig. Okay, Rod Gehirn macht jeden hörig, okay. Eine Berührung und sie sind mir treulos ergeben. Das Schicksal deiner Freunde liegt in meinen Händen. Mein nächstes Theater wird bestimmt lustig, hahaha. Marik Ishtar, was hat er vor? Gehen wir. Du hast recht, wir müssen uns beeilen. Marik Ishtars Ziel kann warten. Fangen wir Mokuba nach Seto Kaiba. Joey und Tia sind in Lebensgefahr. Puff, puff. Ja. Erwarte bloß keinen Dank von mir. Schon gut, Mokuba. Wir wollten dich etwas fragen. Wo ist dein Bruder Seto? Mein großer Bruder? Die Ghouls haben Joey und Thea Gardner. Vielleicht kann dein Bruder helfen, Joey zu finden. Die Ghouls was? Yugi, ich helfe dir nicht gerne. Aber diese Monster dürfen nicht ungestraft entkommen. Mein großer Bruder ist bestimmt in der Kunstgalerie. Aber ich weiß nicht, ob er mit dir sprechen möchte. Oder wird. Danke, Mokuba. Okay, ja, dann gehen wir zur Kunstgalerie. Erste Etage runter. Okay, Kunstgalerie angekommen. Yugi, sieh mal, was führt so einen wie dich hierher? Die Ghouls haben Joey Wheeler und seinen Freund entführt. Und seinen Freund, hä? Kannst du uns bitte sagen, wo wir Joey finden können? Wir brauchen deine Hilfe. Dreck, wie er ist, mir völlig gleichgültig. Aber die Ghouls, die ärgern mich. Sie sind schmutzige Heuchler, ohne Respekt für Karten. Ich habe schon selbst erwogen, sie zu bestrafen. Yugi, ich helfe dir nicht, aber ich prüfe alles. Die Ghouls müssen stets überwacht werden. Warte hier. Ich checke mal auf unseren Computern. Disk-Transponder im Bereich F-Sektor 5362. Wheeler ist in der Nähe des Kais. Danke, Seto. Keine Ursache. Erledige die Banditen. Okay, dann erledige ich die Banditen. Sehen wir, Yugi, da bist du ja endlich. Aber weiter kommst du nicht. Hier ist deine Endstation. Mal sehen, wie du dich gegen uns alle behaupten kannst. Wir müssen uns trennen. Ich nehme die Ghouls. Stimme, Keith gehört dir. Haha, glaub nicht, würde zweimal verlieren. Ja, uff, da wäre ich mir nicht so sicher, ne? Ich werde dich downkloppen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Aua. Dann bin ich down. Uff, Leute, uff. Okay. Ich würde sagen, wir überlassen es heute bei dem kurzen Part hier. Oder bei dem etwas kürzeren Part, denke ich mal. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch eine positive Bewertung da. Und vielleicht auch ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao, ciao.